Morgen! Er fährt. Ja, wir sind's. Wir sind wieder unterwegs. Wir sind auf dem Weg Richtung Dänemark. Moin. Ja, moin. Moin. Und gestern Abend haben wir einen Zwischenstopp in Wesel gemacht. Bei der Gelegenheit vielen Dank an Lutz und Silke, die uns eingeladen hatten. Es war lecker, war schön, war nett. Coole Leute. Ja, schöne Unterhaltung. Coole Gespräche. Jo. Alles easy. Genau. So. Ja, auch von mir. Danke Lutz, danke Silke. Wir sehen uns. Genau, ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen. So, wie gesagt, wir sind jetzt unterwegs von Wesel Richtung Dänemark. Und wenn wir da sind, dann melden wir uns, ne? Wir fahren jetzt nicht direkt nach Dänemark. Wir fahren erst nach, wie heißt das Ding, in Dagebühl oder? Niebühl. Ist jetzt unsere nächste Station vor der Grenze zu Dänemark. Da werden wir dann nächtigen. Und dann morgen geht's richtig los. Ich freue mich. Jo, ich mir auch. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Urlaubsvlog. Urlaubsvlog, so nennen wir das. Ja. Genau. Wir waren ja gestern in Wesel. Du hattest schon was gesagt, glaube ich. Ja. Ne? Also super, herzlichen Dank an Silke und Lutz. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. War eine richtig nette Truppe da, deine Leute oder eure Leute. Respekt, Anerkennung. Mhm. Ja, vielleicht mal für alle anderen, die auch die Filme gucken. Ja, wir haben uns kennengelernt über YouTube letzten Endes, ne? Hat uns angeschrieben und mal direkt eingeladen. Also war schon eine richtig geile Nummer. Wir sind jetzt hier in? Wir sind in Niebühl. Niebühl, kurz vor der dänischen Grenze. Das ist unser erster Stopp. Ja. Also vom Prinzip, der Urlaubsvlog beginnt eigentlich erst morgen. Genau. Thema ist ja, wir erfahren Dänemark, mal eine kleine Rundreise, hatte ich ja schon in den anderen Videos davor schon mal ein paar Mal gesagt. Sind auch ein paar schöne Anregungen gekommen, herzlichen Dank dafür, an Spots und Möglichkeiten, die wir uns mal angucken sollen oder wollen und sollen. Relativ spät schon geworden. Ja, war doch länger die Tour als gedacht, ne? So irgendwie. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt ginge schneller. Aber so halt eben ja, gut, Sonntag ein paar Staus und Klassiker. Wobei es ging. Also nach dem Elbtunnel war schon ordentlich. Also es hielt sich in Grenzen, aber es zieht sich halt. Es sind halt eben doch über 500 Kilometer bis hierhin, ne? Ja. Von Wesel. Ja. Also von daher. Ja, also ich bin jetzt auch ein bisschen erschossen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es geht ja morgen erst los. Für heute hätte ich jetzt gesagt, ein bisschen Essen machen. Käffchen haben wir. Twix haben wir auch schon gegessen. Keine Werbung. Aber lecker. Schnäpschen haben wir schon. Ja, ich würde sagen. Es läuft. Wir haben hier noch einen Platz gekriegt. Das war auch unsere Sorge, dass wenn wir zu spät hier auf diesen Stellplätzen ankommen, jetzt ist ja nun mal halt Ferienbeginn, dass wir dann keinen Stellplatz mehr kriegen. Aber dieser Stellplatz ist relativ groß. Aber so richtig leer ist er nicht. Aber ist schon voll. Also passen jetzt vielleicht nur so ein, zwei noch hin und dann ist in dem Gelände. Stellen wir nachher nochmal kurz ein paar Bilderchen rein. Ja. Würde ich sagen. Können wir machen, wenn wir es nicht vergessen. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal was essen und dann. Ja.
gucken wir mal. Wenn dann gucken wir weiter. Wenn da noch Licht ist, ansonsten. Wird schon. War das erstmal der erste Einstieg? Ich sag bis morgen. Jo, bis morgen. Morgen, Leute. Also, hier zeige ich euch noch mal ganz kurz einen Überblick über den Stellplatz in Niebüll. Also es waren heute Nacht über 20 Wohnmobile, unter anderem auch Wohnwagen, ein, zwei da gewesen. Platz genug, nicht für alle Strom. So, hier ist einmal das Bezahlen, Automat, 5 Euro am Tag. So, hier ein Überblick, sind jetzt schon einige weg, gerade gefahren. Also wenn die ein bisschen enger stehen würden, passen hier aber bestimmt 30 drauf. Das ist direkt hier am Marktplatz. Eigentlich ein sehr ruhiger Platz. Das Einzige, da ist das Schwimmbad, Hallenbad. Und da geht die ganze Nacht die Lüftung. Also wer da empfindlich ist, sollte sich woanders hinstellen, also andere Seite rüber. Ne, das ist dann, glaube ich, nicht ganz so laut, dieses Gerausche. So, das ist die Sani-Station für Zuwasser. Wasser, 1 Euro. Hier anscheinend ein Briefkasten für Beschwerden oder Positives. So, und hier ist dann die... Upsala, eine Klappe für die Toilettenentsorgung. Ja, das ist dann für die Toilettenentsorgung mit Spülung. Und ein großer Ablauf für Grauwasser. Also alles in allem kann man empfehlen, den Platz hier. Einzige mit Hunde ist hier die Auslaufmöglichkeit nicht so gegeben, weil hier ist nur Wiese, aber da hinten auf der Seite, da ist wohl ein Park, da dürfen die Hunde nicht rein, aber da an dem Grünstreifen, da ist eine Hundebox, also für Hundetüten, auch schön. So, das war meine Vorstellung vor dem Platz, wir sehen uns, tschüss. Moin moin. So, wir sind unterwegs. Wir sind jetzt gerade in Dänemark. Wir sind jetzt gerade in Dänemark die Grenze überschritten. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Rømø. Unser Navi will uns immer wieder zurückführen. Ich weiß nicht, was der vorhat. Der findet wohl scheiße. Wir sollen nicht nach Dänemark. Der findet wohl scheiße. Bleib da weg. In Dänemark, keine Ahnung. So, wir sind unterwegs. Es ist bewölkt. Könnte ein bisschen wärmer sein. Wir sehen uns auf Rømø. Bin ich echt gespannt. Ja, ich auch. Mal schauen. Da kann man ja wohl auch mit Wohnmobil drauf fahren. Und dann gibt es ja mal lecker Käffchen. Genau. Thank you.
und hier, ja, ist gut, und hier alle hinfahren, ne? Aber irgendwie ein geiles Gefühl, auf Sand zu fahren, am das Strand. Ist schon interessant, also die stehen hier alle mitten auf dem Strand. Vom Winde verweht. Mag sein, dass es am Wind liegt. Zweites Frühstück auf Röhmö. Jo. Ist das geil? Ist das geil? Mhm. Bin hin und weg. Hin und weg. Wenn das jetzt so weitergeht in unserem Urlaub, du bist gar nicht auf dem Bild. Muss auch nicht sein, ich sehe sowieso strummelig aus. Ist jetzt auch ein bisschen dunkel gegen Licht. Gut. Du siehst besser aus im Moment. Wenn ich, ich sehe immer besser momentan aus. Wenn das so weitergeht in diesem Urlaub, bleibe ich an der Tankstelle stehen. Bleibst du auf der Tankstelle, bin ich dichter an. Nein, alles schön. Ist voll geil hier. Ja. Wetter könnte ein bisschen besser sein. Ach, hier kannst du erst rein mit dem Quad fahren und so. Also ein bisschen windig. Ja, aber wir sind am Meer. Ein bisschen frisch. Wir sind am Meer. Ja, könnte aber ein paar Grad wärmer sein. Also wir haben hier morgens 16 Grad. Also ich glaube, man sieht hier gar nichts auf den. Ah. Nicht gerade sehenswert. Wir sind auch draußen. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber auf jeden Fall der Hund, der hat Spaß. Ja. Der hat richtig Spaß. So, wir überlegen uns jetzt mal, wie es hier weitergeht. Mhm. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen raus. Und ihr seid dabei. So windig. So, unser Hund, der nutzt die Gelegenheit und geht dann mal auf Tour. Ne? Hier, Scully, hier geblieben. Ist gerade mal nicht an der Leine, weil wir wollten jetzt eigentlich weiter. Bleib mal schön hier, mach's jetzt. Ja, wir fahren jetzt Richtung Esbjerg. Nee, Riebe. 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 Wir fahren jetzt nach Riebe. Ist aber Richtung Esbjerg. Richtung Esbjerg, ja. Und dann gucken wir mal. Genau. Schön hier. Ja, sehr zu empfehlen, definitiv. Ja, muss man mitnehmen. Ist ein bisschen arg windig. Fährt ist ja auf dem Rückweg. Scully. Fährt ist ja auf dem Rückweg besseres Wetter. Oder schöner, noch wärmer und dann machen wir hier auch nochmal halt. Aber wir wollen ja auch noch so viel sehen, ne? Ja.
Also Römel, schon empfehlenswert. War auch ein Tipp von einem, wie sagt man denn, User nicht, wie heißt es denn? War auch ein Tipp von einem Abonnenten, genau. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, ne? Aber Dankeschön, du weißt schon, wen ich meine. Ja, geht weiter. Genau. Der Sonne entgegen. Bis später. Wir sind in Riebe angekommen. Ja. Der zweite Stellplatz, der erste war Kacke. Ich entschuldige mich für mein Strubbeliges. Ja, nu, ich sehe aus wie auf dem Kopf wie. Ich wollte jetzt ein bisschen Inhalt bringen. Ja, bitte. Und zwar. Sieht gut aus, Schatz. Der zweite Stellplatz sind wir jetzt. Der erste Platz war nicht so schön. Direkt in Riebe, der kostenlose Stellplatz. Das war ein kostenloser. Ja. Deshalb war der total rappelvoll. Dann weiß ich jetzt auch, warum der so. Und war direkt neben einem anderen Parkplatz und an der Hauptstraße und laut. Und nee, das war aber ein ganz normaler Netto-Parkplatz, so sah das aus. Und ja, ja. Eng an eng. Wollten wir nicht. Wir sind jetzt einen weitergefahren. Immer noch Riebe, einen Kilometer weiter. Und zwar, das wollte ich mal kurz sagen, das Ding heißt, ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache, Storkesön Riebe. Naturcamping. Ja. So, free Wi-Fi. Hallo Deutschland. Strom, Wasser, Duschen, Toiletten, alles inklusive. Für? 23 Euro. 160 dänische Kronen. 23 Euro. Hund ist umsonst. Also Wohnmobil plus zwei Personen. Hier kann man auch mit dem Wohnwagen kann man auch gehen. Ich gehe gleich nochmal über den Platz, dann kommen nochmal ein paar Bilderchen. Jo. Also hier schon schön ein fetter Kabel. Ne, läuft, ist gut. Fischteiche etc. Also jo. Wir sind zwar gerade erst angekommen, sieht aber sehr empfehlenswert aus, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Platz zum Rangieren und... Ja, und gar nicht weit zu dem Wikinger Center, ja, wo wir gleich hingehen. Genau, mal gucken, was uns da erwartet. Ja, so, weiter geht's. Alles klar, bis später. Also ist zwar nur eine kurze Strecke, aber direkt an der Hauptstraße musste laufen. Also Kinderwagen und so, glaube ich, ist das nicht gut. Oder? Nee, also mit Kinderwagen nicht zu empfehlen. Es fahren zwar nicht ganz so viele Autos, mit Fahrrad kann man vielleicht ganz gut fahren. Aber ja. Ja, mit Fahrrad kannst du besser fahren, stimmt. Ja, so, jetzt gucken wir uns mal den Laden an, die Wikinger. Ja, mal schauen, was das gibt. Ja, mag ja ganz interessant sein. Aber ja, also 18 Euro pro Person. Ich glaube, aber ein Hund. Erwachsene ab 14 Euro. Hund ab ist, 14 Jahre. Ein Hund ist nicht ausgeschrieben. Also da wohl auch rein, denke ich. Keine Ahnung. Also steht nicht, dass Hunde verboten sind. Also für 36 Euro. Ein bisschen Holz. Ist es uns nicht wert? Genau, dafür gehen wir jetzt ein Fischbrötchen essen. Wenn wir eins finden. Keine Ahnung. Ich hab Bock auf Fischbrötchen. Ja, ich habe vergessen zu fragen. Da ist ja auch, glaube ich, ein Restaurant dabei. Vielleicht können wir da ja eins. Dann fragen wir da nochmal nach. So. Genau, das heißt, wir laufen jetzt diese schöne Straße wieder zu.
Wenn wir nichts kriegen, nehmen wir halt noch ein Kirschschnäpschen. Ja, die Note ist schon viel. Wir müssen aushalten. Grillzeit. So, einen schönen Gruß an das Ruhrpottgebiet. So, die Würstchen sind weg. Das ist nur noch Dessert. Nutella-Brötchen. Ruhrpottgriller. So. Der Tag ist fast rum. Wir sind aber immer noch in Riebe. In Riebe. Wir werden uns jetzt nachtfein machen, noch ein bisschen Netflixen und dann geht's morgen früh weiter. Genau. Richtung Esbjerg. Esbjerg. Das war der Gedanke, ne? Und Feierstrand. Feierstrand. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Egal. Ich schreibe das sowieso da unten immer mal rein. Genau, dann ist das könnt ihr euch für selber alle Beteiligten und dann blamier ich mich auch nicht so. Könnt ihr euch selber überlegen, wie man es ausspricht. Na, schmeckt's? Mhm. Danke. Ja, in diesem Sinne. Wetter ist besser geworden. Ja, die Sonne ist gekommen, ist wärmer. Zwar immer noch windig, aber wir sind 20 Grad. Wir sind ja hier an der See. Ja. Ich sehe aus auf dem Kopf vom Winde verweht. Das ist das vierte Mal jetzt, glaube ich. Aber ja, ich bin eine Frau. Ah. Du hast das Problem nicht. So. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich würde sagen, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Genau. Wenn es weiter heißt, wenn es weitergeht, ne, mit wir erfahren Dänemark. Ja. Wir haben noch viele, viele Punkte offen. Wir gucken einfach mal. Genau. Wenn es so weitergeht. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle. Ciao. So, wir entsorgen jetzt noch mal eben fix und versorgen wiederum fix und dann machen wir uns auf den Weg, ne? Ja. Dann geht's weiter Richtung Esbjerg. Und das würde ich sagen, seht ihr im nächsten Video. Genau. Bis später. Ciao. Ciao.